Hallo und grüß euch, die Kineten, wo ich schlaf, vom Wolfgang Ambros. Und zwar das Original-Intro von der Gitarre, aber mit dem Piano dazu gespielt. Die spielt nämlich so eine schöne Melodie drüber und ist nicht schwer zum Spielen auf der Gitarre. Gut, die Griffe findet man im Internet und das Schlagmuster, auf das will ich jetzt auch nicht näher eingehen. Die Griffe, Dora, Gustav, E-Moll, A-Dur, das war's eigentlich. So, ein paar Tricks werden eingespielt. Gleich am Anfang mal. Der gute alte Austropop-Schmäh ist D-Sus 4 mit dem kleinen Finger am dritten Bund. So, und jetzt die Piano-Melodie. Ich tue den kleinen Finger wieder am dritten Bund, schlag die unteren vier Seiten an, tue den kleinen Finger weg und schlag drei Seiten auf. Zusammen. Langsam. So, jetzt schlage ich circa 2-3 Seiten an die D, G, H ungefähr. Ziemlich leicht. So, und mit dem kleinen Finger spiele ich E-Seite 3 und schlage die unteren zwei Seiten, also 3 und 0. So, und jetzt G, muss man relativ schnell sein. Jetzt geht zu dem G, so dass der Zeigefinger frei ist, weil jetzt braucht man ein Ad, wie heißt der, Ad 11, glaube ich, Ad 13, na Ad 11, also. Wisst ihr, das ist der Strada del Sole Griff. Also einfach den Zeigefinger auf der B-Seite am ersten Bund. Nur mal langsam. DGH ungefähr. Dann die unteren zwei. Jetzt greife ich da in den Griff und schlag ein bisschen die ersten vier Seiten an. Dann spielt man so einen Akzent ein. Eben mit dem Trick 0, 1, 0 auf der B-Seite. So, Nummer. Das Ganze wird wiederholt. So, dann hat man G so und man spielt da den Abgang. Dritter Bund, zweiter Bund und ins E-Moll rein. Also Abgang. Dann schlagt dann ein E-Moll greifen. So, und jetzt kommt eine ganz bestimmte Stelle. Jetzt schlagt er immer die Bassseite doppelt an. Also. Zwei, drei, jetzt die A-Seite doppelt. Auf der A-Seite, D-Seite zweimal leer. Und dann ins G rein. Okay, ganz langsam nochmal. Und zwar vom Abgang. E-Seite 2, 4, A-Seite 0, 0, ausschlagen. A-Seite 2, 4, D-Seite 0, 0. E-Seite 0, 2, 3. Ja. Ich spiele es immer ein bisschen anders, wenn ich es langsam spiele, habe ich gerade gesehen. Da macht man keine Wissenschaft draus. Ich spiele es so oft an, wie es wollt. Also nur mal vom Abgang weg. Ah ja, genau. Bei dem Schlussteil 0, 2, 3. Jetzt greift man Dora mit Daumen am zweiten Bund E-Seite und schlägt die oberen vier Seiten an und
in C-Moll. So, einmal nur den Teil vom Abgang weg. D-Fis. Jetzt geht's in E-Moll, ganz normale E-Moll. Da tut aber ein Ringfinger am dritten Bund hin. Dann gibt man die ersten zwei Finger runter zum A-Sus 4. Und dann geht's ins normale A-Dur. Nochmal vom Abgang weg. Der spielt im Original statt dem A-Dur, hämmert da immer so eine, und zwar. Also einfach den Ringfinger kurz wegtun und so spielen. Ich spiele es nochmal langsam, ganz von Anfang. So kann man eigentlich die ruhigen Teile alle durchspielen. Natürlich auch ein paar Variationen eine oder nicht ganz so viele Tricks wie im Intro. Aber im Intro kann man sich schon ein bisschen auslassen, dass das Ganze interessanter klingt. Ja, das ist eigentlich das ganze Lied schon. Ich wünsche euch wieder viel Spaß beim Spielen. Alles Gute, bis bald. Ciao. 3, 4.